Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesu Christi. Ist dieser Ort nicht wunderschön? Es wäre besser, wenn es nicht geregnet hätte. Wir befinden uns im Bundesland Washington in Amerika, in der Stadt Seattle. Seht ihr den schönen Teich? Rundherum gibt es schöne Gebirge. Seht ihr die schönen Häuser, die gebaut wurden? Ich rede mit euch von diesem schönen Ort, weil der Herr euch sehr liebt, zeigt er euch all diese schönen Gebäude. Aber das Wichtigste von allen ist Gottes Wort. Was möchte der Herr mit uns teilen? Durch Jesaja Kapitel 41, Vers 13 sagt der Herr: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Mein Sohn, meine Tochter, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin bei dir. Ich habe gar keinen. Ich fühle mich hier so einsam. Obwohl ich sehr viele Verwandte habe, fühle ich mich sehr einsam. Ich habe gar keinen, der sich um mich eigentlich kümmert. Ich habe solche Depressionen manchmal im Leben. Habt ihr jemals an diese Sache nachgedacht? Vielleicht gibt es ein Problem, welches gelöst sein soll, aber leider gescheitert ist. Keiner versteht mich. Bezweifelst du, dass es gar keinen gibt, der dich gerne lieb hat? Jesus ist da für dich. Er ist derjenige, der dich erschaffen hat. Er hat sich am Kreuz geopfert. Er sagt zu dir: Mein Sohn, meine Tochter, hab keine Angst. Ich bin doch deine Obhut und bin bei dir. So sagt der Herr zu dir. Was für eine große Freude. Der Herr ist deiner Seite. Auch Menschen können immer nicht den gleichen Weg folgen. Leider kommt diese Wahrheit nicht zum Licht. Nur der Herr kann dich lebenslang begleiten. Einige Probleme kann man überhaupt nicht mehr lösen. Stellt euch mal die Kinder vor der Abschlussprüfung vor. Kann jemand die Prüfung statt der Person dann nehmen? Nein, nur die Person muss die Prüfung schreiben. Bei einem Vorstellungsgespräch musst du selber die Entscheidungen fällen. Die Entscheidung ist nur bei dir. Manchmal muss man alleine die Entscheidungen machen. Dann würdest du bestimmt dich ausweinen, da keiner da ist, der dich trösten könnte. Man kann den Herrn nur mit den geistlichen Augen sehen, denn er ist da bei der Abschlussprüfung. Er ist da beim Bewerbungsgespräch. Denk nicht, dass er nicht vor Ort ist, obwohl du dich einsam fühlst. Denk nicht, dass du alleine bist, denn der Herr ist bei dir. Gibt es irgendein Problem, wo du Unterstützung von dem Herrn brauchst und wünschst gerne, dass er da ist? Wenn du dieser Meinung bist, sagt der Herr: Ich bin bereit. Hab keine Angst, mein Sohn. Ich bin auf deiner Seite. Ich stehe in deiner Nähe zur Unterstützung. Was für eine Freude und Privileg. Bestimmt. Eine Familie hatte die Gewohnheit, im Wald spazieren zu gehen. Man wandert doch gerne in den Wald. In Amerika und Kanada ist dies sehr beliebt. Sogar kleine Kinder machen mit. Die kleinen Kinder gehen voraus und auf einer Strecke war es sehr dunkel. Die Kinder erschraken und kehrten zurück. Der Grund dafür war, dass sie Angst hatten. Als sie im Schock standen, hielt sie eine Hand. Es war der Vater dieses Kindes. Er tröstete das Kind mit den Worten: Hab keine Angst, ich bin doch da. Danach hatte das Kind keine Angst mehr. Voller Mut ging das Kind dann voran, auch wenn es dunkel war. Habt ihr sowas schon mal gemerkt? Ich habe solche Kinder gesehen. Genauso versichert dir der Herr: Ich halte deine Hand, hab deswegen keine Angst, ich bin doch bei dir. Mach dir keine Sorgen, was geschehen wird, was für ein Privileg. Nun bedank den Herrn mit den Worten: Herr, es reicht mir, dass du bei mir bist. Mit dieser Zusicherung habe ich keine Angst mehr. Ihr würdet Erfolg haben, wenn ihr dies sagt. Egal wie schwer das Problem auch sein mag, werdet ihr mit Erfolg gesegnet. Nun bitte den Herrn für seinen Segen. Herr, sei bei mir. Du haltest meine Hand. Ich vertraue, dass du mich leiten und führen wirst. Daher werde ich Erfolg haben und heute ein Wunder erleben. In Jesu Namen. Amen. Amen.